wieder das nächste. Ah, 5,79. Na, dann haben wir das schon. 5,79. Na, bist du deppert. So, 5,79. Extra so wie ein Huren so der einfach betont, Digga. Und Neni. Ist halt jetzt, warte kurz, ist halt wieder die Frage, was passt. Geschlecht, mit Nio hast du jetzt begonnen. Wieso beginnt jetzt jeder wieder mit Nio? Achso, ich muss ja woanders drauf. Ich habe jetzt auf die ganzen anderen Dinger geachtet. 5, 7 und 9, passt. Ich war jetzt eigentlich komplett woanders. Ich habe mich jetzt eigentlich voll auf das Bild eigentlich konzentriert. Okay. Vielleicht von der Größe her? Na, von der Größe her passt. Dass man vielleicht andersrum geht. Dass man erst eine 9, 7 und 5 nimmt. Irgendwas in der Richtung. Bam, 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 bam. 9 und 5. Wie schauen wir aus? Und? Was glaubst du? Das schwarze Glas zeigt wieder einen anderen Raum. Das muss der Weg zu einer weiteren Erinnerung von Jeremy sein. Ja, verstehe ich aber. Verstehe ich. Das ist so dermaßen oft abgekackt. Da hast du einfach keinen Bock. Dankeschön, wer auch immer das getan hat. Wer auch immer da aufgemacht hat. Du Scheiße. Ja, wir kommen wieder in der anderen Welt. Bist du deppert? Ich weiß doch nicht, wer das an Götzscheißer hat, aber ich zahl die Kerze fix nicht, oder? Bist du deppert, oder? Was für eine Kerze kostet so Tag? Aber. Ich wusste es würde funktionieren. Du wirst hierbei richtig gut, Colby. Er redet einfach mit sich selbst, alles klar. Das Geilste ist so Fun Fact-mäßig, wenn du zum Beispiel die Batman Arkham-Reihe gespielt hast, hat der Batman mit sich selbst auch immer wieder ständig geredet, aber der ist einfach nur so dagestanden und hat wirklich mit sich im Inneren geredet und der Spieler hat es mitgekriegt. Er redet ja wirklich mit sich selbst. So deppert oder was? Oh, du wirst es lieben. Du wirst es lieben, Digi. Du wirst es lieben. Nio war geil. Nio war. Nio war. Leute. Nio war richtig, richtig geil. Ich muss endlich mal wieder weiterzocken. Ich muss mal wieder mit die Etagen weiter rauf. Aber ich habe mich halt einfach jetzt in letzter Zeit auf Potato ein bisschen gestürzt. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so wirklich Bock gehabt, irgendwie jetzt Nio zu zocken. Potato habe ich jetzt auch schon auf Gefahrenstufe 5 erledigt. Jetzt bin ich dann nur noch bei 5 Trophäen. 5, 6 Trophäen und da bin ich komplett fertig mit Potato. Dann können wir sie wieder ein bisschen hart. Dann können wir sich Hades widmen. Und dann werden wir sich dann auch ein bisschen wieder Nio dann vielleicht auch mal widmen. Dass wir sagen, so einmal in der Woche Nio wäre schon leiwand. Wäre schon wieder leiwand, wenn wir da in die Richtung gehen. Weil ich würde echt gerne mal dann bald irgendwann Nio 2 ausstarten. Meiner Meinung nach. Ich würde sehr, sehr gern irgendwann Nio 2 starten. Das ist jetzt eine gute Frage. Entweder da oder da jetzt eine. Die Familiengruft der Hogwarts. Emilys Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte. Und ich hatte sie für einen Yankee wie mich gehalten. War sie nicht? Könnte ich jetzt nicht so ganz so bestätigen. Könnte ich definitiv jetzt gar nicht so ganz so bestätigen. Wulong hat schon mal definitiv was drauf, von der Schnelligkeit her. Sekiro würde ich und Bloodborne, so welche Games würde ich eher als schnellere Souls-like-Titel bezeichnen. Aber Nio kann ich jetzt nicht so behaupten. Vielleicht am Anfang wirkt es ein bisschen eher so mehr so schneller, aber es geht vorbei, glaube ich. Es geht dann extrem schnell vorbei, dieses Schnelle. Du hast halt einfach nur so dieses Gefühl von Schnelligkeit, weil wenn du dir anschaust, wenn du rennst in ein Elden Ring oder einen Lies MP oder sonst was, da rennen die Charaktere ja viel, viel langsamer. Und in Nio habe ich so eher das Gefühl, dass sie viel, viel schneller laufen. Und die Charaktere sich ein bisschen noch stellenweise schneller bewegen.
eher so bei den Bosskämpfen. Würde ich hier mal behaupten. Wenn dann denn schon bei den Bosskämpfen, würde ich jetzt mal sagen. Dass sich dann erst der ein oder andere schneller bewegt. Aber ich wünsche definitiv, genieß es. Du kannst quasi aus Nio kannst du, glaube ich, gefühlt 2000 Stunden, 5000 Stunden auch noch rauskitzeln. Also gerade mal, wenn du nur damit rechnest, einmal nur mit Teil 1. Du spielst dich hier dumm und deppert. Ich sag's dir, du spielst dich wirklich wortwörtlich dumm und deppert. Na dann, bis gleich wieder. Ciao, ciao. So, jetzt müssen wir ein bisschen wieder auf Achse gehen, oder was? Jetzt müssen wir wieder ein paar Sachen finden, oder wie? Eieieiei. Muss ich da jetzt irgendwas ausgraben, oder so? Nee, ich bin halt Leichenschänder. Mir ist wurscht. Mir ist wurscht, ich nehme alles mit. Solange ich wenigstens nicht attackiert werde, ist, glaube ich, alles okay. Mich jetzt interessieren, ob er wieder zurückkommen könnte. Es wäre jetzt echt lustig, wenn er wieder zurückgehen könnte. Naja, so halbert kann er zurückgehen, ja. Der kommt eh schon wieder ins Gleiche, der Hapschi. Er kann schon wieder nicht mehr. Der bloß schon wieder sein Leben überhaupt nicht mehr. Aber vielleicht gibt es da noch irgendeinen extra Weg oder so, den was ich jetzt nicht gesehen habe. Wo man vielleicht das ein oder andere sammeln könnte oder doch vielleicht da drinnen. Dass dich doch vielleicht sogar irgendwas da drinnen geben könnte. Aber ist immer super, Alter. Du kriegst Munition oder irgendwas Leimantes. Ist schon wieder verpulvert. Wo schon wieder ein Gegner daherkommt. Was du auch so denkst, Alter. Für was gibt's mir Munition? Für was kriege ich Munition? Jetzt ganz ernsthaft. Manchmal, da fühlt man sich aber auch ein bisschen forscht. Also das kann ich nicht irgendwie schieben oder so, dass man dann plötzlich einen Geheimtunnel hat. Ist schon geil. Wär schon Leimant. Will ich schon feiern. Will ich schon extrem feiern. Aha! Was ist das? Aha! Bist du Apple, oder? Aber nicht die Hand heben, gell, die hier, so, das reicht, gell. Ich hab schon wieder ein bisschen zu kompliziert gedacht. Mal wieder. Oh, da werden wir jetzt wieder ein paar Gegner daherkommen. Hundertprozent. Da, komm gleich her und kriegst gerne. Und tschüss. Ja, so gehört sich, Burle. Pippi fein. Hol ich mir gleich wieder meine alte Waffen auch noch wieder zurück. Der Avra hat bloß sein Leben überhaupt nicht mehr. Na komm, nimm. Ich brauch die Waffe. Ich brauch sie. Ich hab nur 4 Schuss. Kommt drauf an, wo ich auf den Gegner hinziele, aber dennoch, ich bin in Arsch daheim. Aber ich muss trotzdem noch immer sagen, so manchmal die Animation von dem ein oder anderen Angriff ist nicht schön. Ist echt nicht schön. Schau. Ich finde irgendwie, das schaut nicht so schön aus. Ja, weiß nicht. Vielleicht kann man das auch einfach nicht irgendwie schöner inszenieren oder sonst was, keine Ahnung, aber ich finde irgendwie, schaut nicht schön aus. Schaut einfach irgendwie nicht schön aus, muss ich sagen. Oh, Gott sei Dank wieder Munitionsbackerl auf wichtig und richtig angelehnt. Ja, es ist eh wurscht, wo wir hier gehen. Wir müssen sowieso dann wieder dort hier. Müssen wieder was finden. Hey, du scheiß Rabe, du, da kannst froh sein, dass ich nicht so viel Schuss habe, sonst hätte ich dich schon längst erschossen. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen, wie er so herumschleicht, der kleine Bastard? Nicht, dass er mir da gleich von hinten kommt. Nein, ich hoffe es nicht. Mal abwarten, was wir noch so alles finden werden. Oh, bisschen Heilung, bisschen das. Schaut gut aus. Immerhin. So, jetzt kommt er mal. Ja, am liebsten würde ich jetzt gerne mal schießen. Genau jetzt! Genau jetzt, wo wir vielleicht genau jetzt so einen Gegner voraus hätten, oder wäre Baba. Ja, gerade mit dem Wasser und das Ganze wäre das wichtig. Jetzt hätte er mich.
Ich wollte gerade sagen, normalerweise hätte er mich. Gefunden. What? What? Gleich mit da. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die werden. Bist du deppert, laut noch, aber da kommt sicher gleich noch einer. Bin ich in Arsch? Kannst du das so hinhauen? Ah. Oh. Könnte man machen mit der Schrotflinte. Geht mal hoch, steht mir auch nicht. Steht mir überhaupt nicht. Solange ich wenigstens was finde. Ja, mir wäre aber trotzdem lieber Revolver. Mir wäre aber viel, viel lieber der Revolver. Definitiv. Einfach nur, weil Schrotflintenmunition sollte man sich immer aufheben. Immer und immer wieder. Man ist sonst immer so dermaßen am Arsch. Das ist immer so, eher so der Notfallplan, wenn so eine Masse daherkommt, immer die Schrotflinte auspacken. Immer Schrotflinte. Bastard. Haben wir irgendwie gedacht, probier's einmal. Vielleicht erwischt's ja jemanden. Schleich mal wieder. Wow. Er geht nur ein bisschen in die Hocke. Das nenne ich Schleichen, Digi. Das nenne ich Schleichen. Ich finde es aber nur so lustig, wenn er schleichen. Du Regi, du hast sowieso kein Attentat drauf oder irgendwas in der Richtung. Du kannst nur so ein bisschen durch die Gegend schleichen oder so. Mehr ist das nicht. Wir können vielleicht den ein oder anderen Kampf aus dem Weg gehen. Ja, das ist vielleicht das Einzige, was man machen könnte. Aber sobald der eine Havre da, ja, ich wollte es gerade sagen. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Warte, warte, Digi. Bist du eppert? Aha. Okay, passt. Ich würde mal sagen, du ladest jetzt einmal nach. Ist, glaube ich, besser. Ist, glaube ich, ein bisschen dezent besser für dich, mein Freund. So, ich weiß ja nicht, wie der eine austickt mit dem Revolver. Aber wir haben wenigstens was zum Hinschlagen. Oh. Dementsprechend, wir haben ein bisschen ein Ass im Ärmel. Du steppert, aber nicht schlecht. Oh. Aber jetzt. Na, doch nicht. Budi. Aufpassen, mein Freund. Na gut, ich würde mal sagen, nachladen. Ja, der ist gerade noch pinkeln. Der gibt eh Bescheid. Der gibt eh Bescheid, wenn er wieder da ist. Oh, geil. Alle wieder am Nio zocken. Oh, oh. Ich mag zwar lang gewusst, aber ich spiele über Rise of the Runen. Wir können dann wieder auch intensiver, dann auch später mal wieder Nio zocken. Aber es ist, ich bin fast mit dem ersten DLC bin ich fertig. Mit dem ersten DLC bin ich schon fast wieder fertig. Ich habe alle Kodama eingesammelt. Ich sag's euch, Leute, wirklich, wirklich, ohne Spaß jetzt. Sammelt die Kodama. Allein schon nur vom Geld her, von den Amarita und alles drum und dran. Also Geld jetzt nicht, aber von den Rüstungen und alles. Das sind diese kleinen grünen Männchen. Schaut's im Internet nach, wegen der ein oder anderen Stelle. Sammelt's die. Weil ihr kriegt's dann einen Bonus von bis zu 20-25% mehr Amarita. Und Amarita ist das, wo du dann quasi dein Stufensystem aufrüsten kannst. Ich kann es euch wirklich, wirklich nur herzlichst empfehlen. Schaut, dass ihr vielleicht, wenn möglich, da könnt ihr dann auch noch in der Hinsicht auch ein bisschen trainieren. Wenn ihr nicht die gleich beim allerersten Mal findet, macht sie gleich am Anfang. Macht sie gleich am Anfang, weil das ist ein echt gutes Training für euch. Ja, das ist es. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Holt euch die Dinger. Weil ihr werdet mir dann später dankbar sein. Diese 20%, die machen sehr, sehr viel wett. Die machen einen schönen Bonus. Die machen echt einen schönen Bonus. Wenn du wirklich dann sogar teilweise stellenweise sogar 2-3 Stufen höher bist als wie, oder vielleicht sogar 10 Stufen, kann vielleicht auch mal vorkommen, dass du als wie die eigentliche Mission bist, glaub mir, das hilft dir teilweise auch so enorm.
Nette Gegend. Ich wollte aber trotzdem nur das eine Ding haben. Oh, wieder Stampel, bist deppert. Okay, mal sehen. Das brauche ich auch wieder. Ich muss mich ja verteidigen können. Mich würde es aber allgemein auch interessieren. Gibt es denn irgendwann mal noch so eine Art Upgrade oder irgendwas? Ein Kruzifix gibt es dann auch noch. Bulle, ich sehe dich da hinten, gell? Ja, der glaubt ernsthaft, dass ich ihn nicht sehe, gell? Ich sehe dich da hinten. Forschen kannst du mit dem anderen. Na, wo er forschen kann, er mit dem anderen, bist deppert. Das ist quasi, du hast eine KI. Deine KI ist quasi diese Leiste, wo du hinschlägst. So quasi deine Art, so dein Bewegungsding. Umso mehr Bewegung du hast, umso mehr und umso öfters kannst du hinschlagen hintereinander. Wenn du diesen KI-Knopf drückst, kannst du wieder quasi KI zurückgewinnen und kannst du wieder noch länger hinschlagen und alles und öfters und deine Combo besser ausnutzen. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, diesmal sind wir, glaube ich, eine gewisse längere Zeit in dieser anderen Welt, habe ich so das dezente Gefühl. Irgendwie. Ich glaube, diesmal bleiben wir echt lange, glaube ich. Hey, Alter! Bist du deppert, der hat mich angeschlatzt, der Haverer! Da, Kruzifix! Geh in den Arsch! Jesus! Hilfe! Hilfe! Jesus! Bist du deppert, Alter, gleich mit dem Kruzifix daherkommen! Santo Muerte, Alter! El Diablo! El Diablo! Bist du deppert, Alter, lutsch mir näher! Da, lad gleich nach! Und so ein Wichser daher, Alter, ist ja Wahnsinn! Schon wieder der nächste Wichser, gell? Her die! Solltet ihr vielleicht eher das vermeiden, dass dieses grässliche Atmen. Ja, genau. Aber du musst es während einer gewissen Stelle machen, in einer Combo oder was auch immer. Am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn du den Dreh einmal raus hast, dann kannst du wirklich echt ab und zu relativ gut wieder was zurückgewinnen. Und auch ganz... Sorry, das ist die Kohlensäure. Du hast dann auch quasi dann später so eine Art, leicht ausgedrückt, so eine Art verfluchten Bereich bei einem gewissen Gegner. Und da nutzt diesen Trick auch aus, weil da bei diesem verfluchten Bereich verlierst du schneller die Bewegung. Dementsprechend kann ich es eigentlich quasi nur herzlichst empfehlen. Ich kann auch hier an, mein Freund. Da, komm her, mein Kruzifix gibt da eine, wenn du deppert bist. Ich hau da gleich rein! Ja, Kruzifix ist schon ein bisschen benutzt. Vorschlaghammer hat mich dann doch ein bisschen mehr gereizt. Depp hat gesagt, habe ich jetzt das Ding eh genommen? Ja, ich habe das Ding eh jetzt genommen. Ja, genau, säubern, das meine ich. Genau das meine ich, säubern kannst du dann. Denk mal gerade so, bin ich jetzt herumgegangen? Ja, sicher. Nimm lieber nur so ein Drangel. Ist besser für ihn. Sicher. Jetzt hat er wieder die Frage, wo komme ich da jetzt schon wieder raus? Sehr, sehr viel Pistolenmunition. Das wundert mich jetzt aber echt. Alter, der nächste kommt auch gleich daher. Warte, lauf, Bulle, lauf. Da schießen wir. Ja, genau, schieß daneben. Hast du eh recht, du Volltrottel. Lacht nach. Schau, wie der humpelt, der braucht der Hilfe, Alter. Der humpelt da schon so extrem, der braucht der Hilfe. Häng nicht weg. Gib mir mal einen Bussi. Gib mir mal einen Bussi damit, das wär's. So, wie schauen wir aus? Ja, safe gleich mal nachladen. Hört sich zwar jetzt deppert an. Nein, von da sind wir
kommen. Weißt du, das ist jetzt wieder ein bisschen so eine verwirrende Geschichte. Von da sind wir reingekommen, dann war. Na, von da sind wir gekommen, von da sind wir gekommen, da sind wir reingekommen und da würde ich jetzt aber auch gerne mal kurz reinschauen. Weil der hat jetzt da eigentlich quasi die Hütten da aufgemacht. Ja, genau, da waren wir noch nicht. Das würde mich jetzt interessieren. Weil eine Karte kann ich jetzt in dem Fall leider auch nicht nutzen. Das wäre jetzt zwar schon auch ein bisschen praktisch, wenn ich jetzt eine Karte hätte. Oder kann ich eine. Habe ich eine Karte? Da denke ich mir gerade, dass ich keine Karte habe. Aber ich bin. Ah, die wollen, dass ich schon wieder da irgendwas anderes aufmachen kann. Aber ich glaube, wir haben eh auch schon die richtigen Scheiben, oder? Kann das sein? Wer muss, glaube ich, eigentlich eh nur dran, oder? Da. Da einmal. Da zweimal. Ja, würde ich eigentlich im Prinzip so machen, aber tschüss. Ich glaube, das passt nicht. Bin mir nicht sicher. Aber schaut nicht gut aus. Ah, diesmal in einer anderen Position. Okay. Vielleicht klappt es dann so oder braucht dann wirklich was anderes. Das kann vielleicht auch möglich sein. Ah, ja, ja, nimm sich jetzt aber lieber mit. Wer werden wir brauchen? Okay. Alter, die Hitten gefällt mir da überhaupt nicht, Alter. Alles geht in die Brüche, oder? Alles geht da in die Brüche. Das taugt mir nicht. Das taugt mir überhaupt nicht. Stepper, Alter, bin ich jetzt in Paris bei den Katakomben, oder was? Hörst? So, so will hier für die Alte. Wäre sicher nicht schlecht, oder? So, so einen Knochen mitnehmen. Schau, ich habe alle was mitgenommen. Oh, Willi. Künstliche Knochen von die Katakomben. Ja, ja, die sind überhaupt nicht echt. Das wäre so, das wäre es. Wäre so richtig 31er, würde beinahe sowas mitnehmen. Beinhart. Außer Materialien für Schüsse oder sonst, das kannst du aber nicht wirklich was einsammeln, gell? Was mir jetzt so quasi jetzt ein bisschen aufgefallen ist. Bisschen schade. Bisschen schade. Egal. Hauptsache Munition. Das ist wichtig. Digga! Wo bist? Lutsch meine Eier, Alter! Yo! Was war das für ein Scheißtrick? What the fuck? Was war das jetzt für ein Scheiß? Ja, ich merk's gerade, dass wir weg müssen. Aber Gott, ich muss trotzdem da durch. Oh, da vorne. Okay. Jo, da kommt schon wieder der nächste, weil der darf nicht einmal abbiegen oder irgendwas. Alles klar, lauf, Digi, lauf. Oh. So geht's auch. So geht's auch, Digi. Ah, durchkommen tun wir jetzt nicht mehr, oder? Bist du Epp, oder da? Nicht schlecht. Alter, da ganz unten, oder? Alle versammelt, oder was? Bist du Eppert? Kleine Horde da unten, oder wie? Uiuiui, wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder aufkommen, weil, Alter, bist du Eppert? 1000 Hurensviecher, oder? Ich denk mal grad schon, oder? Wieso kommen da so viele? Ich hab's mir schon gedacht gehabt, seit Anfang an, ich denke mir gerade so, Alter, wie kann das sein? Normalerweise maximum 2 Gegner bis jetzt immer gehabt. Oder vielleicht einen großen Boss oder so, aber der kommt erst. Ich hab's mir schon gedacht gehabt, irgendwas passt da nicht. Oh, hast du schon 30 Viecher, Alter. Aber renn ich lieber mal mit der Pistole herum. Ist mir lieber. Hehehe. Wo? Wo gehst du hier, Alter? Der geht gleich klettern, oder was?